So, und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Video auf Freizeitfantastics. Und ja, irgendwie merkt man, dass die Kirmessaison dieses Jahr gestartet hat. Zuletzt auf der Kirmes in Essen am Stadion gewesen und jetzt die zweite Home-Kirmes für dieses Jahr, Stärkrade. Ja, schöne Beschickung. Konga von Küchenmeister steht hinten, der Autoscooter von Isken ist wieder da. So wie gefühlt immer, Fredolino, Fando Mio, der steht ja überall gefühlt. Ja, gut. Unser guter Ruster, das Bellevue-Riesenrad, ist natürlich auch am Start. Und ja, für mich stehen hier noch einige neuere Fahrgeschäfte, wie zum Beispiel der Takeoff von Rupert, den bin ich bisher noch nicht gefahren. Ghost Rider Löffelhardt ist natürlich hier. Stand ich bisher in Krange einmal vor, aber bisher noch nicht gefahren. Eine alte Schwarzkopf Wildcat soll hier noch stehen, bin ich auch mal gespannt. An Schwarzkopfbahnen habe ich ja bisher nur die Alpina-Bahn und den Olympia-Looping fahren dürfen. Wildcat ist für mich noch was ganz Neues, bin mal gespannt. Und ja, ansonsten Magma natürlich noch, aber ansonsten mal gucken, was der Tag so bringen wird. Also dementsprechend, ich werde wahrscheinlich eh wieder bis 1 Uhr bleiben. Ist ja schon fast Tradition. Und mal gucken, was heute alles zu geben wird. Aber erstmal geht's zur Spaßkasse. Also dann sieht man sich wahrscheinlich, keine Ahnung, so wie ich mich kenne, werde ich erstmal zum Ghost Rider durchrennen. Also dann haut rein, bis gleich. Bin ich nicht gekommen. Mich hat eventuell eine gewisse Schwarzkopfanlage dazu verleitet, vorher mir schon direkt den Count abzuholen.
Natürlich, ihr kennt's von mir, ich habe natürlich das Onride mal wieder verkackt. Ich und Onrides filmen, das ist doch immer wieder, wir passen nicht zusammen. Komischerweise, sobald ich im Tripsdrill bin oder im Ford Thunder, klappt's mit Onrides. Ja, aber auf dem Rummel, nee. Ja, aber kleines Zwischenfazit, also an sich die Anlage, keine Ahnung von welchem Schaustellerbetrieb, aber macht auf jeden Fall Spaß für so eine alte Anlage. Ja, ansonsten gerade noch eine Runde Löffelhardt Ghost Rider gefahren. Altes Huss-Schätzchen, ein Huss-Booster, wenn mich nicht alles täuscht. Macht auch echt gut Laune und ja, heute Abend, wenn es ein bisschen dunkler ist, geht's den Skyfly. Skyfly, genau. Wie auch immer das Ding nochmal ist, den Jules Verne Tower. Starflyer, das Wort hat mir gefehlt. Leiten, Fallen, Time, Starflyer geht's dann wieder hoch. Und ja. Aber jetzt geht erstmal die Runde vorbei. Keine Ahnung, ich guck mal, vielleicht lege ich gleich noch eine kleine Pause bei Rupert ein, beim Takeoff. Und ansonsten geht's vielleicht. Ich bin noch heute am Hagern. Ich mag persönlich den Breakdancer vom Bruch gar nicht. Ich bin eher Bonner Typ. Aber andererseits denke ich mir, schlimmer als der Breakdancer von Schneider kann es ja nicht mehr werden. Also kann ich ja vielleicht doch noch mal ein Ründchen riskieren. Aber das mache ich je von Fahrtlänge, Fahrzeit, Interesse ab. Ich persönlich bin auch nicht so der Breakdancer-Typ. Mir sind die, ehrlich gesagt, zu langweilig. Da ist dann natürlich so ein Huss-Booster natürlich schon ein bisschen schöner als so ein Oller Breakdancer, ganz ehrlich. Naja. Aber wie dem auch sei, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen weiter mit. Hier vorne kommt die allseits beliebte Verkaufsgasse. Ist an sich nicht so spannend, aber dafür ist mir gestern Abend ein Bild zugeschickt worden, dass man hier vorne eine sehr, sehr schöne Spiegelung in einer Fensterscheibe mitnehmen kann. Und ja, ich schau mal, dass ich das Bild vielleicht später auch nochmal für euch anfangen kann. Nun gut, aber wie dem auch sei. Ich guck nochmal, dass ich euch vielleicht nochmal ein bisschen mehr von dem Ghost Rider von Löffelhardt einblende. Und ansonsten, denke ich mal, sieht man sich drüben beim Takeoff von Rupert. Oder Breakdancer Bruch, eins von beiden. Also dann sieht man sich gleich und ja. Könnt ihr mir ja mal sagen, seid ihr eher Bonner Typ? Schneider? Schneider könnte ich nicht verstehen, aber Bonner vielleicht. Ja, mal gucken. Also dann, haut rein. Und ja, vielleicht wirklich am Takeoff. You better listen, I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping, way I'll have your fucking head spinning. I'm-
Scheiße. Die wohlbekannte Wildwasserbahn 2 von Löwenthal. Immer noch echt eine schöne Bahn, aber irgendwie kann ich mich trotzdem noch nicht damit so richtig mit anfreunden, dass die Bahn dieses Jahr auf Pranke steht. Naja. Aber hey, dann sieht man sie wenigstens mal öfters in der Region. Aber immer noch eine sehr, sehr schöne Anlage. Etwas ruppig, aber schön. Aber jetzt mal so ganz blöde unter uns gesagt, ne? Es wundert mich echt sehr, wie günstig auf einmal die Schausteller wieder geworden sind. Dafür, dass jetzt die Krise war oder es noch schlimmer war. Und mich wundert's. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass vor allem Küchenmeister mit den Preisen hochgeht oder Löwenthal. Aber 6 Euro von mir aus, kein Problem. Ne? Oder auch die Schwarzkopf Wildcat, die da hinten steht. Das sah schon. Also für 6 Euro fand ich es völlig in Ordnung. Und wie gesagt, die Anlage ist halt echt sehr, sehr gut gewartet. Kann man nichts gegen sagen. Bin schon deutlich Schlechteres gefahren. Apropos gut gewartet. Ich bin echt immer noch im Hagern, ob ich jetzt noch ein paar Offrides drehe, dann ein bisschen abwarte und dann Richtung Dämmerung erst die restlichen Onrides drehe oder jetzt vielleicht doch schon die Fahrten mache. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass bei der Hitze die GoPro halt beim Überhitzen ist. Deswegen, ja. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zum Take of Rupert. Zeige euch das einmal, der ist gerade im Finale. Und ja. Da läuft man ja eigentlich nur runter, um eine Runde Take off Rupert zu fahren. Und wen trifft man hier richtig? Den guten Phantasia-Web. Hallo, liebe Grüße. War mal wieder schön, dich gesehen zu haben. Man connectet ja, oder man verliert ja doch zwischenzeitlich mal ein bisschen den Kontakt. Das war ein weirdes Timing. Aber es war mal wieder schön, euch gesehen zu haben und ich denke mal, man sieht sich dann definitiv wieder im Fort Fun spätestens oder eben im Moviepark. Ja, und ansonsten, ich habe immer noch keine Ahnung, ich habe jetzt ein paar Offrides gedreht. Mit Onrides warte ich noch ein bisschen, bis die Dämmerung einsetzt und wie gesagt, hier stehen ja generell so ein paar Dinger, die man sonst nicht so sieht. Wie gesagt, Take Off Rupert sehe ich gerade zum allerersten Mal überhaupt live. Ghost Rider Löffelhardt zum zweiten Mal überhaupt. Und diese Wildcat, von der ich immer noch nicht weiß, von wem die ist, ebenfalls das erste Mal. Ich glaube, ihr guckt gerade ein bisschen gegen die Sonne, ne? Anfängerfehler. Wie gesagt, ich habe jetzt beschlossen, dass ich mal meine Tradition breche. Eigentlich habe ich so meine Laufrichtung, aber um es gewissen Leuten zu zeigen, wie es aussieht, wenn man mal gegen den Uhrzeigersinn läuft, laufe ich erstmal gegen den Uhrzeigersinn über die Kirmes. Und ich gucke nochmal, sicher euch vielleicht nochmal einen Offride vom Octopussy Magmann oben mitbringen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Action Jackson ist wieder erst ab Sonnenuntergang quasi. Aber gut, ich meine, wir haben jetzt gerade mal, ich glaube, knapp vor 18 Uhr. Ich bleibe heute wahrscheinlich wieder bis 23 Uhr Mitternacht. Und ansonsten mal gucken. Meine Fresse, ich hätte echt nicht gedacht, dass mich der Löffelhardt Ghost Rider so mitnehmen würde. Ne? Eigentlich habe ich mir ja Thrill Seeker auf die Fahne geschrieben und ich dachte schon,
die G-Force hätte gute Kräfte. Aber so ein Husbooster, ey, holla die Waldfee. Das Ding ist ja gebaut, um Menschen umzubringen, ne? Was sich Hus dabei gedacht hat. Also 4,5G, definitiv. Nun gut. Aber wie gesagt, ich gucke mal, dass ich nochmal ein Ründchen drehe für euch und dann. Sollte auch irgendwann mal die Sonne untergehen, hoffe ich. Naja, mal gucken. Na dann, haut rein. Die GoPro glüht jetzt nämlich schon wieder. Ja, die GoPro glüht heute. Ja. Gerade eben noch zwei Pins erstanden, aber das werdet ihr wahrscheinlich gerade hinten noch mal gesehen haben. Jetzt gerade Mackmann besucht und deren Hexentanz. Den wollte ich ja damals auf Köln-Messe Deutz fahren. Da, wo der Olympia-Looping komischerweise da stand. Wo Mackmann ja leider abbrechen musste wegen technischen Problemen. Wenn ich das richtig gehört habe, haben ja einige Motoren gestreikt. Ja. Die Fahrt jetzt gerade an sich immer noch ein wunderschönes Geschäft. Ich hatte es zwar deutlich intensiver in Erinnerung, aber damals war ich auch deutlich jünger und damals stand es ja sogar noch auf Bottrop. Ja. An sich aber, wie gesagt, immer wieder eine Reise wert. Und ich muss sagen, für 3,50 nur, das ist schon. Dafür definitiv eine sehr, sehr gute Fahrzeit. Ich kenne Freizeitparkfahrgeschäfte, die nicht an diese Klasse und nicht an diese Fahrzeit rankommen. Ja. Danach wollte ich eigentlich den Fighter vom Hof ausprobiert haben. Im Moviepark stand ich davor, als Halloween Horror Festival letztes Jahr da stand. Aber nee. Und ich glaube, jetzt wird eine Runde Skyfly gefahren. Ja, ab zum Gilbertenturm. Aber schon mal ein kleines Zwischenfazit. Eine der unfreundlichsten Schausteller, die ich bisher getroffen habe. Weiß nicht. Am Telefonieren gibt einem keine Karte raus, kein Chip, kein gar nichts. Und dafür, dass es auch noch der teuerste Starflyer ist, den ich bisher erleben durfte. Und ich meine, ich bin ja auch schon 4 Stück gefahren. Ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich wird es gleich eh wieder Stress geben. Ich kenne ja mein Glück. Spotlight.
unter Wetter begegnet man schon wieder Phantasia Web. Ich glaube, es hackt. Da sieht man den Jungen jetzt ja quasi seit Halloween nicht mehr. Und jetzt begegnen wir uns jetzt schon das dritte Mal oder so hier. Ja, wer weiß, vielleicht sieht man ja auf dem Kirmesrundgang jemanden, der den hier macht. Weil das, was ich euch eigentlich erzählen wollte, nicht, dass gerade der Shaker von Schäfer relativ laut ist, sondern eher, dass ich vorhin ein, zwei Kleinigkeiten erstanden habe. Schaut mal hier. Also ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee. Ist ein Anstecker aus einem alten Kirmeschip gebastelt. Verkaufen sie für 1 €. Absolut fairer Preis. Würde ich mir wünschen, dass es mehrere Schausteller machen, weil ich meine, ganz ehrlich, sieht doch wunderschön aus. Also auch für die Leute, die nicht mehr fahren wollen oder können, weil ich meine, es ist immer noch ein Wacky Worm, aber trotzdem, mir gefällt sowas. Also, Chapeau. Ja. Und ansonsten bin ich gerade den Takeoff von Rupert gefahren. Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden, aber in meinen Augen die Enttäuschung des Tages. Also klar, alte Hussmaschine, müsste Huss sein, okay, aber Fahrzeit unter aller Kanone. Ich fühle mich an den Breakdancer Schneider zurückerinnert. Wirklich sehr, sehr kurz. Also quasi einmal auf die Mitte, normale Beschleunigung. Dann einmal Topspeed, dann einmal ohne Topspeed, Normalgeschwindigkeit, davon hat mir gefehlt. Und dann nochmal Highspeed. Aber an sich, ich hätte mir gewünscht, dass der noch deutlich mehr drückt. Ich hatte ehrlich gesagt erst schon ein bisschen Bammel, dass das heute mit dem Kreislauf alles ein bisschen zusammenbrechen würde. Aber, na. Und wenn ich das jetzt mit den Geschäften, die Markmann hier hat, Vergleiche von der Fahrzeit her und von der Intensität. Ganz ehrlich, da war das gerade nichts. Ja. Kinderschmaß klippt es eigentlich ganz gut. Nun gut, aber jetzt geht es dann, würde ich sagen, Richtung Breakdancer Bruch. Ich schaue aber noch mal, ob ich vielleicht die GoPro noch mal durchlade. Bin jetzt schon wieder auf unter 30%, sehe ich gerade. Ah ne, warte mal, 36%, okay. Etwas über 30, aber nein, wer weiß. Ui. Sieht sehr schön aus. Und Isken hat auch oben die Beleuchtung wieder an. Ja. Aber wie gesagt, mal gucken, was der Abend noch so hergibt. Und ja. Ich würde sagen, heute steht auf jeden Fall noch Fighter an. Das Ding weiß ich nicht. Ich meine, wie gesagt, Bonga bin ich ja schon Fredolino gefahren. Ist einfach nicht so meins. Ist mir persönlich viel zu lasch auf den Rippen. Auch wenn es immer noch sehr viel Spaß macht. Jetlag bin ich ja auch erst in Essen gefahren. Brauche ich auch nicht so schnell wieder neu. Auch wenn es ein wunderschönes Fahrgeschäft ist. Onride kann ich euch ja mal kurz einblenden. Und ja. Ich glaube, ich habe weitere noch mal meine Kirmes-Chips-Sammlung. Und ansonsten steht für mich heute nur noch Octopussy auf dem Programm, Fighter oder Breakdancer. Dann bin ich eigentlich soweit durch. Also dann, haut rein und bis gleich. Oh,
Ihr Landratenfälle, ich heiße euch herzlich willkommen. Es wurde aber auch höchste Zeit, dass ihr hier mal bei mir einsteigt. Euer Schaden soll es nicht sein, ganz im Gegenteil. Aber dennoch, ihr wisst, dass es bei mir ordentlich zur Sache geht, oder? Es wird nämlich eine sehr wilde Fahrt. Ich hoffe, dass ihr das aushaltet. Also macht es euch gemütlich und haltet euch lieber fest. Man weiß ja nie. Denn so harmlos, wie ich aussehe, bin ich nämlich gar nicht. Jetzt kann ich euch das hier sagen. Weg könnt ihr ja auch nicht mehr. Den Falter vom Bruch endlich gefahren im zweiten Anlauf. Ich weiß nicht, im dritten Anlauf, der stand ja noch im Moviepark. Ich Idiot. Damals im Bottrop stand ich davor, aber leider nicht gefahren. Als er im Moviepark stand, war das das erste Jahr, wo ich mal nicht beim HF war. Und jetzt hatte ich endlich mal die Chance zu fahren. Sehr, sehr schönes Fahrgeschäft, also wirklich. Also ich muss immer wieder sagen, ich bin froh, dass ich als erstes Apollo vom Küchenmeister gefahren bin, weil Apollo halt einfach ruckelt bis zum geht nicht mehr. Vom Fahrzyklus her muss ich sagen, hat mir der Extrem von Deinert deutlich besser gefallen. Bruch hat jetzt quasi nur 3 Runden in jede Richtung gemacht. Deinert hat das Doppelte draufgelegt. Zumindest in Essen hatte ich 6 volle Umdrehungen in jede Richtung. Aber an sich kann mich dann sonst echt nicht beschweren. Sehr, sehr schönes Fahrgeschäft. Und vor allem aufgrund der Hitze sogar noch mit einer kleinen Dusche. Das wäre doch mal was. Oder ist doch mal was. Ja, und jetzt gerade auch damals vor 2-3 Wochen in Essen vertreten von Mackmann, der Octopussy. Komischerweise, obwohl ich mir erhofft habe, weil letztes Mal hatte ich in Gondel 16 sehr, sehr guten Spin, diesmal leider nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass bei mir die Gondelbremse nicht ganz rausgegangen ist, aber naja, dafür mit Show-Intro, sehr, sehr schönes Intro, Piraten-Intro und sehr, sehr schöne Fahrt trotz alledem, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen kürzer ist, aber wir wissen ja alle, je später am Abend, desto kürzer die Fahrten, ist logisch. Mehr Leute am Start, also naja. So, jetzt bin ich eigentlich schon fast durch. Mir fehlt jetzt noch der Breakdancer Bruch. Werde ich mal gucken, dass ich da was den jetzt nochmal mitnehme. Und dann heißt es auch wieder langsam nach Hause. Da ist jetzt auch schon wieder etwas später geworden. Es ist, glaube ich, schon Viertel vor Knochen, habe ich mir gedacht. Fahren die Busse halt ein bisschen blöder. Deswegen, ja. Aber wie dem auch sei. Jetzt geht's dann nochmal zum Bruch. Ja, schlechter Wortwitz. Freizeit Fantastics geht zum Bruch. Ein zweites Mal heute. Und ich glaube, danach ist es auch erstmal vorbei. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon wieder seit 16 Uhr hier. Und das ist jetzt meine Runde 9, falls es Leute gibt, die es interessiert. Also dann, ich hoffe, ihr habt bisher Spaß gehabt. Und ich beam mich jetzt quasi einmal straight rüber und man sieht sich am Breakdancer Bruch aus Düsseldorf. Bis gleich. Da will man gerade nur noch einmal zu Bruch gehen. Und
und den Breakdancer vom Bruch fahren. Und was ist? Phantasia Web ist schon wieder am Stissel und man unterhält sich doch noch eine Dreiviertelstunde. Meine Fresse, die ist nicht heiser. Und gut, seht's positiv, dann könnt ihr gleich die Reko von Bruch ohne meine dummen Kommentare. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich dumm oder doof sagen soll. Dumpfe. Kommentare genießen, weil ich einfach nicht mehr reden kann. Ja, aber wie gesagt, jetzt noch eine Runde Bruch und dann geht's auch langsam nach Hause. Ja, mit dem ÖPNV hat's heute eigentlich recht gut geklappt. Auch wenn ich ganz froh bin, wenn ich wieder ein Auto hab. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, jetzt würde ich sagen, geht's noch einmal auf den Breakdancer von Bruch aus Düsseldorf und danach geht's nach Hause. Ciao, ciao. Jahr an sich, wie gesagt, ich finde die Beschickung deutlich schwächer als die letzten Jahre, aber immer noch, ich kenne immer noch schlechtere Plätze. An sich, wie gesagt, Highlight dieses Jahr würde ich persönlich sagen, neben dem Pin von Willi der Wurm, ist definitiv Löffelhardt und sein Ghost Rider. Mich hat selten ein Fahrgeschäft wirklich so hart an die Grenzen gebracht. Also ich muss sagen, ja, ich bin ja schon wirklich einiges gewohnt. Ich meine, ich bin auch einer der ganz, ganz wenigen, der die Bandit ERT im Moviepark durchgehalten hat. Aber ja, an sich trotzdem, ja, schon, ja, damals hat Huss wirklich sich was bei dem Fahrgeschäft gedacht. Fährt sich wunderschön, auch fürs Alter. Thematisierung Bombe und kleiner Service-Tipp, wenn ihr mal nett an der Kasse fragt, kriegt ihr auch ein, zwei Sticker geschenkt. Ja. Ach ja, stimmt, zum Breakdancer Bruch habe ich noch gar nichts gesagt. Bruch hat sich in meinen Augen in den letzten Jahren auch deutlich ins Negative verändert. Quasi seit er wirklich die Kugeln vorne nicht mehr hat, sondern dieses B, werden die Fahrten geführt immer kürzer und okay, er hat positiv denken, er hat jetzt wieder das Panzergetriebe unten drin. Das heißt, der Breakdancer heult jetzt wieder schön. Aber ansonsten, ja, Mitarbeiter waren heute auch nicht gerade die freundlichsten, aber kann ich verstehen, es ist immer noch Stärkrade. Ja. Aber ich denke, das war's dann heute. Haben wir doch relativ viel gemacht. Viel für die Sammlung noch geholt. Und ja. Ich meine, ich konnte jetzt endlich auch mal ein, zwei Fahrgeschäfte fahren, wo ich jetzt wirklich schon echt lange drauf gewartet habe. Ich meine, Take-Off habe ich seit 2017 drauf gewartet. Fighter Bruch habe ich mich jetzt seit 2019 vorgedrückt.
Löffelhardt und seinen Ghost Rider habe ich ja auch erst das zweite Mal gesehen. Und ganz ehrlich, auf Kranken hast du einfach keine Gelegenheit, das Ding überhaupt zu fahren. Sind wir ehrlich. Da wird das ja genauso gestürmt wie der Breakdancer von Bonner dort. Gut, aber nichtsdestotrotz sage ich da mal Prost. Man sieht sich dann nächstes Jahr auf Stärkrade. Und ja, denkt dran, die Kirmessaison ist noch lang. Jetzt steht ja auch Rheinkirmes Düsseldorf. Kranken ist auch vor der Tür. Pützchen. Sind eigentlich nur so ein paar Plätze, wo wir dieses Jahr noch vertreten sind. Also dann sieht man sich das nächste Mal vermutlich im Moviepark, so wie ich mich kenne. Oder wer weiß, vielleicht sieht man sich ja auch auf der GeForce. Naja, mal gucken. Oder auf Skyscreen, die macht auch Spaß. Also dann, haut rein und bis zum nächsten Mal. Und danke, dass ihr mich begleitet habt auf Freizeit Fantastics. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.